Herzlich willkommen zu meinem ersten Video mit Stimme. Und ja, ich habe auch einen Gast dabei, der liebe Lukas. Auch dabei. Hi. Wir haben vorhin auch schon eine Runde für ihn aufgenommen. Link zu seinem Kanal ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Könnt ihr da auch immer abchecken, wenn ihr Bock drauf habt. Und ja, ich habe heute ein Thema dabei. Und zwar, ich weiß nicht, ob es schon einige von euch mitbekommen haben, Mr. DNS oder DNS 621 oder wie der in dem heißt, hat ja einen Gast-Upload für Mr. JPG gemacht. Und in der Runde war ich drin. Oh, jetzt habe ich gerade nicht. Muss ich gerade auf mein Handy schauen, abgestellt. In der Runde war ich auch mit drin. Und da war zuerst ein Hacker drin. Deswegen hatte ich kurz mit Schwert gespielt, um den Hacker down zu bekommen. Und Mr. DNS hat da eben Gold gesaved, um den Hacker down zu bekommen. Und das hat er dann in eine Kiste gelegt. Ist ja kein Problem. Hat es zuerst nicht verwendet. Und dann waren wir bei den Letzten, haben dann so gekämpft, ich habe das Bett dann irgendwann verliebt. Und dann hat er so behauptet, weil ich habe so sein Bett geholt, war dann noch so fair, habe ihn nicht direkt runtergeschlagen beim Spawnen, sondern bin halt noch weggegangen, wollte irgendwie so online noch gegen ihn machen oder halt einfach ihm noch eine Chance geben, dass er nochmal normal kämpfen kann gegen mich. Und bin dann so weggegangen, dann hat er direkt mit Schwert gespielt, auch die ganze Runde schon mit Schwert gespielt. Und hat dann so behauptet, hat er ja danach erst im Video, beziehungsweise dann in den Kommentaren danach, hat dann erstmal mit 12er Bow, ist es ja jetzt, also 11er Bow, mit Pfeil der 12er Bow, und mit Eisenschwert und 25 Koppels oder so gespielt. Und hat mich dann 15 Minuten lang gespammt, hat dann natürlich alles rausgekattet schon aus seinem Video, ne, weil er sich sonst schämen müsste. Und ja, ich habe ihn dann so gefragt, ob es ihm so wichtig ist zu gewinnen oder wieso er jetzt so eklig spielen muss. Hat er so gemeint, ja, von wegen, er hätte jetzt schon so viele Aufnahmeversuche gehabt, er hat da jetzt keinen Bock mehr drauf. Und er würde ja normalerweise mit Gold nicht spielen, aber wenn jemand so asozial spielt oder so ehrenlos spielt wie ich, dann würde er trotzdem mit Gold spielen. Und ich habe mich dann so gefragt, hä, wieso zur Hölle habe ich jetzt ehrenlos gespielt in seinen Augen? Ich habe zwar nichts getan, ne? Habe ich so dann in Kommentaren später erfahren, dass ich angeblich ihn ehrenlos geholt haben soll, weil ich ihn getötet habe, als er eingekauft hat beim Shop. Ich meine, wenn er selber nicht checkt, dass ich komme, dann tut es mir leid. Ne? Deswegen spiele ich jetzt nicht unbedingt ehrenlos. Und er hat auch noch als Argument genannt, dass ich angeblich ja mit Schwert spielen würde, was auch ehrenlos ist. Und er hatte ungefähr zwei Kisten an seinem Spawn, also nicht nur ungefähr, sondern wirklich zwei Kisten an seinem Spawn, voll mit Schwertern. Und Gold und ich habe nur einmal, also am Anfang der Runde gegen den Hacker einmal equipped gemacht, beziehungsweise eben Schwert. Und dann hat er so behauptet, ich würde, weil ich mit Gold mit Schwert spielen würde, ehrenlos spielen. Und dass es dann in Ordnung sei für ihn, mit Gold zu spielen und mich zu spammen. Und naja, das verstehe ich halt überhaupt nicht, dass er mich jetzt so als ehrenlosen Spieler darstellt. Obwohl ich eigentlich nichts getan habe. Deswegen fuckt mich das ein bisschen ab. Ich habe auch schon, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wenn ihr das sein Video gesehen habt und die Kommentare gelesen habt. Da habe ich auch kommentiert. War so eine kleine Diskussion am Laufen schon. Deswegen wollte ich da mal ein bisschen aufklären. Nicht, dass jemand ein falsches Bild von mir hat. Und ja, ich habe da jetzt eben nicht so Bock drauf gehabt, dass er so behauptet, ich wäre so ein ehrenloser Spieler. Weil meine Argumentationsweise ist halt einfach völlig unbegründet. Er meint, ich wäre ehrenlos, weil ich Schwert benutze und er ist der Einzige, der Schwert benutzt. In der Runde zumindest. Ich benutze schon oft Schwert, aber ich meine, deswegen bin ich jetzt nicht ehrenlos. Das ist halt eine Spielweise, die gegen Knockback-Stick gut ist. When it's just you, what times can be tough. Unbedingt schlecht sein sollte, beziehungsweise ehrenlos, wie er es jetzt genannt hat. Und ja, das wollte ich nochmal kurz klarstellen, beziehungsweise halt ja aufklären, nicht dass er irgendwann ein falsches Bild drin hat. Habe ich nämlich auch nicht so Bock drauf, weil es dann wieder heißt, ich wäre ehrenlos oder so. Und ja, ich habe jetzt auch keine Lust, mich da jetzt ewig drüber aufzuregen, ich wollte es irgendwann nochmal klarstellen. Ich glaube, das habe ich jetzt auch schon 100 Mal gesagt. Aber ja, muss es eben sein. Deswegen lade ich auch jetzt das Video hoch, weil mich das echt abfuckt, dass er da eben so einen Scheiß über mich erzählt.
So. Und ja, ich denke mal, das war es soweit zu dem Thema. Dann können wir jetzt mal entspannt die Runde zu Ende bringen. Hoffentlich entspannt. Bitte? Hoffentlich entspannt. Ja. Naja, noch ein Gegner, beziehungsweise ein Team und der eine Liedermann. Jetzt kein Liedermann. Oder was du das? Was? Da ist gerade einer runtergefallen. Dachte, ja, ja, wir haben uns gegenseitig runtergeschlagen. Na, ich dachte, das wäre der Lieder. Okay, wir müssen aufpassen, dass der Lieder nicht zu uns kommt und wir beim anderen sind. Ja, wo ist der Lieder denn? Sonst gehe ich jetzt direkt mal zu dem. Ach, der campt bestimmt da hinten. Ja, drin, ich glaube, der campt in seiner Base. Ja, und dann lass uns dann später drum kümmern. Ja, machen wir. Oh, ja, der campt in seiner Base. Was soll man zu sagen, ne? Okay. Baby von heute. Oh mein Gott. War das geil. Oh Mann. Easy win, ja, sag ich jetzt schon mal. Copper, bro. Hey, wo ist das Bett? Ah, da oben. When it's just you, well, times can be tough. Was ein Spaß. Ja, war Spaß auf dem Eisen. Geil. Geil, echt geil. Okay, jetzt noch der Lieder, ne? Easy. Ja, wir müssen aber gucken, was wir Quit, da... Ne? Ich versuche ihn irgendwie zu outplayen. Ja, lass uns gucken, dass wir den da irgendwie rausbekommen. Diesen Loch da. Wenn nicht, dann hole ich gleich einfach Eisen. Wenn der dazu will, ne? Ich kann ja versuchen, ihn für zwei Blöcke rauszuhauen, aber ich glaube, das schaffen wir. Ja doch, für zu zweit können wir das vielleicht schaffen. Warte, ich bin sofort da. Ah, vielleicht passt der nicht auf. Ey, der passt gerade nicht auf. Warte, pass auf. Fängt den weiter ab. Warte, warte, ich baue da an der Seite mal ein bisschen auf. Bau da mal an der Seite auf, bau hinter mir auf. Ja, lol. Junge. Kompetent. Da war Eisen drin. Ich kaufe ein Schwert. Oh, 2,5 Herzen. Okay, ich müsste ihn haben. Ja. Okay, dann war es das mit dem Video. War ein bisschen anderes Thema fürs erste Video, aber ich wollte das jetzt erstmal gesagt haben. Das loswerden mit dem Thema und dass das quasi klargestellt wird, klargestellt ist. Dass da nicht irgendwelche falschen Bilder von mir im Umlauf sind. Und ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Schaut mal beim Lukas vorbei. Link ist wie gesagt in der Beschreibung. Und dann, ja, würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video und ciao, haut rein.